Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Ni No Kuni. Wir genießen soweit alles, was diese Welt zu bieten hat. Zum Beispiel diese tolle... Moment, glaube ich überhaupt richtig? Wir werden es gleich rausfinden. Ich guck gleich mal auf die Karte. Ja, das ist ganz wichtig, noch mal eine hinten drauf zu geben. Das Fieber sah sehr bedrohlich aus. Ich habe es genau gesehen. Wir müssen weiter diese komischen Schriftrollen sammeln. Leider nicht zum Vergnügen, aber es gehört halt zum Spiel und ich lasse es auch. Ihr könnt es, wie gesagt, überspringen, wenn ihr wollt. Ja doch, wir laufen richtig. Ihr könnt diese Folgen gerne überspringen. Ich muss es machen. Und ich mache es jetzt halt einfach mal. Die Hosen von dir sind interessant. Die haben so ganz komische Flicken da auf dem Arsch. Oh, Mist, ich darf die kriegen von hinten. Wenn man schon mal was am Arsch redet. Here goes nothing. Here goes. Der Zombo hält immer noch am meisten aus. Oh nein! Ja, jetzt Zirzen. Shampoo macht mehr Schaden als alles andere. Wenn sie denn... Also, konfus ist mir das Schlimmste, was mir passieren kann, habe ich das Gefühl. Komm mal wenigstens bei dir einen Quest voraus in der... Ja, klar. Ja, ich hab' zwar schon, aber... Auch wie sie ein Pokémon-Spieler, der nur ein Pokémon, eine Pokémon-Art sammelt. Fand ich immer doof. Ich habe ja maximal immer eins geholt von einer Art und das reicht dann auch. Also nicht von einer Art, aber... Let's go. Here go. Wow. Ja, das hat sie ordentlich weggetoastet. Ach, ist auch noch einer. Nein, da ist keiner mehr. Lieber ein paar mehr, am besten 4 goldene. Ein Klarheitsbringer. Damit mache ich mir einen schönen Tag. Aha! Aber es ist leider der falsche. Jetzt habe ich nochmal Glück. Vielleicht kriegen wir doch noch mal was, wenn wir Glück haben. Ja, Tompu, du darfst auch was machen. Dann hau ich dich halt einfach um. Warum tragen die immer nur einen einzigen Gegenstand? Weiß ich, ist voll doof. Aber das Gute ist, wenn wir so weitermachen, schaffen wir es auf jeden Fall hier bezüglich dem Geld, weil die Goldenen haben ein bisschen mehr Gold dabei. Und noch ein Meteoritensplitter. Vielen Dank für diese 4 Meteoritensplitter, von denen habe ich noch nicht genug. Ich bin auch schon in die 20 oder so. Du merkst auch nichts, du sahst auch so ein bisschen bekifft aus, wenn ich ehrlich bin. Ich werde euch alle töten! Schnell! Nein, Tompu hat's geholt! Ich wollte den Superklau ausprobieren, nochmal. Na egal. Wir leveln langsam, aber wir leveln ziemlich sicher hier. Man kann auch nur mit dem Anfangsgegner leveln, dauert aber eine Ewigkeit. Dafür ist die Gefahr, dass dir was passiert, umso geringer. Je höher du kommst. Am besten gleich am Anfang monatelang auf Level 90 hochleveln mit den Anfangsgegnern. Ich weiß gar nicht, ob das... Das könnte wirklich Monate dauern. Ich
Dazu muss noch die Musik Live to Win kommen und ich muss total fett werden und immer abstoßender aussehen. Sobald ich heimkomme, dran setzen, Sozialleben und alles vernachlässigen. Klingt gut, oder? Ein Glühstein. Warum rennst du auch zurück? Die KI ist auf jeden Fall auf Kollision eingestellt. Weil immer wenn die irgendwo dagegen laufen, habe ich das Gefühl, dass sie dann einfach zufällig einen neuen Weg wählen. Keine Ahnung, was du machen wolltest, aber du bist tot. Oh, da kann ich wenigstens Tröte ordentlich aufleveln hier. Die brauchen wir noch. Also nicht levelmäßig, sondern essenstechnisch eher. Ah ja, dachte ich mir schon, auf magische Verteidigung bin ich bei dir gegangen. Ah, warum eigentlich nicht? Boah, das bringt sogar was. Ich weiß zwar nicht mehr, wo ich die her habe, aber geil. So, du kriegst weiter dein Kackeis. Und übrigens, ich habe Mist erzählt, wenn man die wirklich mit jedem Essen aufleveln kann und nur mit denen hier besser, ist es eigentlich vollkommen, kannst du die wirklich 50 Punkte in Einwasch stecken. Aber es dauert halt ewig, vor allem bei den letzten Stufen hier, wenn man sich das anschaut. Ist schon echt übel, wie lange man mit diesen Lebensmitteln braucht. Alles gut, Gunther. Gib gleich richtig Schokolade. In welchem Leben auch immer Schokolade Kraft gibt. Ein Pudding müsste doch viel mehr Eiweiß haben. Da müsste doch eher Kraft geben, oder? Und so wabbelig wie Pudding ist, dass der bei der Verteidigung hilft, ist für mich auch irgendwie fraglich. Es müsste eher andersrum sein. Pudding ist für Angriff und Verteidigung, Schokolade. Schokolade ist hart. Ich wollte eigentlich was ganz anderes aufnehmen, aber jetzt habe ich so lange auf Arbeit rumgesessen. Hier, mein Hühnchen. Oh Moment, ich wollte dir magische Verteidigung geben. Wenn ich so weitergeht, habe ich dich auf einer höheren Stufe, bevor ich das alles ausgemacht habe. Gut, machst das. Da freust du dich. Ja! Ja, yep, wunderbar. Das sind alles in magischer Verteidigung so ziemlich. Ich werde bald neue Eisbecher kaufen müssen. Es gibt kein Entkommen! Ach Gott sei Dank, ich wollte gerade sagen, anscheinend doch. Geld kriege ich ja mehr als genug hier. Oh nein, die arme Funzel ist zusammengefallen. Ach, waren das noch Zeiten, als wir hier durchgegangen sind und die ungefähr gleich stark waren. Also nicht ungefähr gleich stark, wir waren eigentlich immer stärker, außer eine Zeit lang, als wir in absolut neue Gebiete gegangen waren. Aber trotzdem. Das Spiel ist halt ein ganz anderes, wenn du überlevelt bist. An Punkten, weil dann... Das ist einfach so ein Abarbeiten eher. Ich weiß gar nicht, ob es eine spezielle Errungenschaft gibt. Die will ich eigentlich nicht, aber ist okay.
Komm her. Wollte Tom Pudi gerade totschlagen eigentlich? Hat er schon mal gemacht, dass irgendein Vieh kaputtgeschlagen wurde? Vielleicht nicht. Ich glaube, so einen habe ich auch schon. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass ich schon irgendeine Kreatur habe, die Heulerchen heißt. Ah, Trottel. Here goes nothing. Here goes. Ist egal. Da können meine Freunde wenigstens ein bisschen sich Appetit holen und dann noch mehr Leute verprügeln. Yay! Es geht sogar auf, jetzt sie sind sogar im gleichen. Oh ja, da kriegt kaum noch was dazu tatsächlich. Tröte schon. Also der Unterschied zu den niedrigeren Leveln wird, je höher du kommst, umso weniger macht das irgendwie aus, habe ich das Gefühl. Ein Glück können wir die von hinten angreifen, ich habe schon Angst gehabt. Die hat das überlebt? Die ist nicht von dieser Welt, oh, sie ist tot. Ja, wenigstens das geht aufwärts. Ich muss mal gucken in meinem Schlupfloch, wie viel den hab. Ich hab. Also ich habe davon gelesen, dass es eine Errungenschaft gibt mit 160 gezähnten Kreaturen, was einfach abartig ist, wenn du nicht zufällig das mit den, du kriegst schneller Kreaturen auf deine Seite hast. Ich habe mir halt echt schon überlegt, ob ich mir das hole, aber dann habe ich mir gedacht, du bist eigentlich keiner, der Kreaturen so wirklich zähmt, also warum solltest du das tun? Komm her! Sogar ein Tastentröter, dich brauche ich! No slacking, you lot. Now you're falling. Oh, komm schon! Halt! Nicht! Du dummer, fetter Bräuler! Ah, oh, die blöde Kuh! Ich konnte es halt nicht abbrechen wieder! Plötzlich so blöd! Ich hätte es vielleicht noch was klauen können mit diesen spezialen Dingen. Es ist irgendwie so gemein. Ich habe jetzt einmal was gekriegt und ich beklaue die weiter und was kommt raus? Nur Schrott. Wenn es wenigstens irgendwas gibt, was man kaufen könnte oder anlegen, dass stärkere Monster eher kommen. Und dass ich nicht 100 Gegner besiegen muss, damit ich so einen Tastentröter habe. Es muss ja auch ein normaler Tröter sein. Es darf ja auch kein Tritröter sein. Ja, es ist ja auch kein normaler Tröter, aber ein Tastentröter ist ja auch noch nicht. Ist ja die zweite Stufe. Da sage ich nicht nein. Zu Blütenküchlein sage ich nicht nein. Oh nein, das faule Ei ist verflucht. Oh nein, das faule Ei ist tot. Sie hat mich sogar erwischt. Und einen ganzen Schadenspunkt verursacht. Wenn er mich noch ein paar hundert Mal trifft, dann habe ich verloren. Ich bin guter Dinge, dass ich jetzt wenigstens gleich eine Errungenschaft kriege. Ein paar Gegner.
Ach ja, die gute Funzel. Hat dein Professor nicht mal gesagt, dass man Tritröter nicht finden kann? Ich habe hier welche gefunden. Fällt mir nur gerade so ein, weil ich nochmal die Quests im Kopf so ein bisschen durchgegangen bin. Gulden über Gulden. Errungenschaft geschafft für 500.000 gesammelte Gulden. Also 500.000 Gulden zu besitzen. Wo eher gesagt, nicht zu sammeln, sondern einfach sie zu besitzen. Ich habe jetzt auch sehr lange gespart und nichts gekauft. Glaubt mir, das ist sehr schwer für mich. Ah, Tritröte. Super. Wenn jetzt noch irgendwas wert wäre, wäre es besser. Jimbo, der Zombie. Oh. Ja, die bringen auch wenigstens mehr. Da lohnt sich schon fast. Ach. Ach du meine Güte. Was für ein Haufen sinnloser Viecher. Wie viel ich in die jetzt reinstopfen kann. Weil man die Kämpfe relativ schnell durch hat. Ich werde noch ewig dran sitzen, dich aufzuleveln. Angriff kriegt er komischerweise auch nicht mehr. Jetzt hätte ich tatsächlich gern mehr mit mehr Zeug. Du brauchst immer noch einiges. Ah, endlich. So, was kriegst denn du? Ich verpasse dir mal ein klein bisschen eins auf Genauigkeit, ne? Ansonsten bist du eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn ich diese anschaue. Ich glaube, ich packe hier noch ein bisschen magische Verteidigung drauf. Also, die übere Neger hält einiges aus. Sie hat guten Magier. Also, es ist wirklich nur Magier. Sieht man. Der Angriff ist ein bisschen wenig. Genauigkeit ist nicht so gut. Und Flinkheit, naja. Aber die magischen Angriffe und Abwehrwerte. Bombe. Oh. Bin mal gespannt, wenn ich dir so viel Schokolade reingegeben habe, dass du nicht mehr mit deinen Hühnerfüßen auf den Boden kommst. Ich glaube, das ist so ziemlich das Letzte, was uns in diesem Spiel eigentlich noch hält, diese eine Errungenschaft.
beziehungsweise diese eine Quest. Ansonsten habe ich hier wirklich alles soweit. Ja, okay, die salmonischen Kämpfe. Aber die würde ich wirklich ganz zum Schluss machen. Denn ich will jedes Level ausnutzen, was ich kriegen kann. Vielleicht ist es ja dann doch plötzlich ganz leicht. Schau dir mal die ganze magische Verteidigung drauf. Dann hältst du auf jeden Fall eine Menge aus im Gefecht. Dann kann ich mich nämlich zur Not mit dir heilen. Yay, weiter. Ach, hier war ich ja gerade. Ich will irgendwie immer Tröpfchen angreifen. Ich weiß auch nicht warum. Ich denke immer, da kommt was auf mich zu, was mich angreifen will. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt noch diese Kämpfe mitnehme, weil gefühlt ist es so, dass die Viecher eigentlich fast nur in diesen Höhlen kommen. Hier habe ich zwar auch noch eine kleine Chance auf die Goldenen, aber die ist sehr gering. Und das Problem ist, ich brauche dann auch noch diesen blöden anderen Stein. Also ich brauche eigentlich noch 5 Gegenstände. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach so, dass ich nur noch zwischen diesen beiden Höhlen hin und her laufe. Aber gefühlt ist es auch so, dass ich in der Höhle hier die besten Chancen habe. Vielleicht gehe ich dann immer nur noch hoch und runter. Ey! Ah, oh, blöde Truhe, ey. Offenbar hat es nicht gereicht. So, probieren wir es auch einfach mal, ob das besser ist. Habe ich die nicht gerade verjagt? Fahre ich nicht nochmal rein. Ihr könnt auch was machen, meine Leute. Ja, Messi, wir hatten zwar eigentlich eine Runde Vorlauf, aber das scheint nicht so wichtig zu sein für die. Die haben einfach mal gedacht, wir gleichen die Chancen mal ein bisschen aus. Wir lassen sie auch mal was machen. Hat auch schon einer geschrieben, dass er wirklich stundenlang hier farmen musste, damit er irgendwann mal das Zeug, diese blöden Tröte, also das Zeug gekriegt hat. Und jetzt stellt euch mal vor, ich wüsste nicht, wie viel ich von den Sachen sammeln muss. Und dann vergisst ihr zu speichern. Und machst halt einen Fehler bei der Zubereitung und alles ist weg. Das schmeißt das Spiel doch auch an die Wand, oder? Stirb, Funzel. Dreht.
Hier würde ich mir wirklich gerade einen Sheet wünschen. Das ist zwar auch immer schön, aber auf dem Cheeseburger hätte ich das auch Bock. Irwisch. Irwisch. Juwe hier. Erstmal sind die blöden Tastentröter selten und dann hast du auch noch das Pech, dass du immer was Falsches kriegst. Ich will eigentlich nur noch gegen die Goldenen hier kämpfen gerade. Und es gibt auch leider keinen anderen Punkt, an dem ich das... Es gibt noch einen anderen Punkt, aber hier hast du schon die höchste Chance, die Sachen zu kriegen. Was das alles irgendwie noch sinnloser macht. Hier geht nichts. Schade, dass man die nicht irgendwie erspielen kann, dass man sagen kann, ich setze jetzt, keine Ahnung, diese Schriftrolle in dem Spiel und krieg dann zwei raus oder so. Dann wäre das alles leichter. Von wem kriege ich eigentlich dieses Zahnrad? Das ist da gar nichts Mechanisches dabei, oder? Ist das was Goldenes? Immerhin. Nicht das, was ich suche, aber ist was Goldenes. So sinnlos. Naja, immer noch ein Gegenstand. Und das ist nicht das, was ich brauche. Ich bin zwar jetzt ein reicher Junge, aber ich bin trotzdem nicht glücklich. Weil leider kann man einige Sachen mit Geld nicht kaufen. Ich glaube, Burn habe ich noch gar nicht gefangen, oder? Schmutzi. Klingt furchtbar, der Name. Kennt noch jemand Putzi, das Ding von der AOK, das die Kinder animieren sollte, Zähne zu putzen? Der war wenigstens irgendwie süß, aber Schmutzi klingt nicht süß. Ja, das war's mit deinen blauen Flammen. Geh doch zu Stranded Sails. Da sind die Flammen auch sinnlos. Vielleicht soll ich beim nächsten Mal einfach auf die salmonischen Spiele gehen nochmal und einfach mal versuchen. Ich brauche eh langsam wieder was Süßes.
Ja, danke. Deine Gabe ist scheiße. Oh, das hat maximal nichts gebracht, oder? Die ganze Aufnahme habe ich nicht eingekriegt. Das ist der einzige Trost, den ich habe, dass ich hier weiterkomme mit den Viechern. Aber ansonsten ist das eigentlich nur traurig. Vielleicht gehe ich später bei Tompo noch ein bisschen auf Verteidigung. Ich denke mal nicht, dass sie nur Magie einsetzen und mir das Leben schwer machen. Und da kommt auch noch eine... Wir sind noch nicht mal bei A durch. Also super, bin ich auch mal gespannt, wie... Wie übel die da drauf sind. Was will ich denn bei dir jetzt eigentlich machen? Ach, ich könnte dir auch eigentlich magische Verteidigung geben. Vielleicht auch magischen Angriff. Ich will vor allem, dass sie mehr durchhalten. Vielleicht kriegst du, wenn der magische Angriff voll ist, noch ein Blutenküchlein, ja? Die guten Blutenküchlein. Es gibt zwar Blutkuchen, aber die sind in unseren Landen nicht so beliebt. Dieser Unterschied! Du musst fetter werden. Gunther erinnert mich, also der Name Gunther, denke ich immer an die Simpsons. Ach nee, der heißt Uther, nicht Gunther. Mein Fehler, hieß Uther. Der mysteriöse Utherbraten. Findest du es nicht? Erst die Jimbo Burger, dann der Utherbraten. Oktoberfest. Oh gut, er ist endlich mal ein Stück gestiegen wieder. So, fehlt bloß noch die Tröte. Ja, ja. Ich mag dich auch. Du erinnerst mich irgendwie an Hühner. Selbst mit dem Essen, da ist eine Küche drauf. Gut, mehr Verteidigung. Ich sehe gerade, der kann unglaublich stark angreifen. Und die, je nachdem. Ah, der magische Angriff ist ja gigantisch hoch. Auch die Genauigkeit, darauf ist der Angriff scheiße. Flinkheit. Was? Warte mal. Süß. Hat mir die Tröte einfach eingeblasen. Verpiss dich. Ja, einfach mal durchgehen, um zu schauen, ob da vielleicht doch noch mehr ist. Oh, ein Tastentröter, so ein Zufall. Erledige erstmal die anderen. Los, gib mir die Weisheit. Oh, das ist so bescheuert. Ich finde die Tastentröter zwar, aber was geben die mir? Sternenkristalle.
Eine Trollträne ist zwar wertvoll, aber leider absolut nicht hilfreich für mich. Ich laufe einfach mal schnell durch. Beziehungsweise hier oben war auch noch ein Speicherpunkt, wenn ich mich recht entsinne. Yep. Eigentlich ziemlich nah beieinander, oder? Dafür, dass man nur dieses kleine Stück läuft. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Ni no Kuni für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bye Leute.